Ja, meine Lieben, es gehört ein gewisser Grad an Kompetenz dazu, so einen Aufzug hier zu bauen im sechsten Stock, sodass, wenn man damit fährt, man nicht runterplatscht und dann tot ist. Ja? Und in gewissermaßen gilt das auch für das Marketing und für den Vertrieb von IT-Dienstleistungen und Services. Und man ist sozusagen, hier ist die Rede von der sogenannten Zielgruppenkompetenz. Ja? Was es damit auf sich hat, dazu in diesem Video mehr. Bis gleich. Wir befinden uns letztendlich in der Phase des Information Gathering. Ja? Also wir sind noch weit davon entfernt, hier unser Irresistible Offer an den Mann zu bringen. Ja? Noch Product Market Fit sind wir auch noch weit entfernt davon. Und es geht letztendlich darum, dass wir Informationen sammeln. Denn es gilt generell die Regel, desto besser, am besten wie deine Westentasche, ja, also desto besser, also in- und auswendig du deine Zielgruppe kennst, mit all den Schmerzen, Engpässen, ja, wo sie letztendlich auch bereit sind, dafür bares Geld in die Hand zu nehmen, desto leichter wird dir danach alles andere fallen, desto leichter wird dir die Conversion-Rate von Erstgespräch zu Termin, von Termin zu Angebot, von Angebot zu Abschluss oder zu Workshop. Je völlig egal, wie dein Vertriebsprozess oder dein Funnel aussehen wird letztendlich später, desto besser du deine Zielgruppe kennst, desto leichter wird am Ende des Tages alles fallen. Und deswegen ist der eine Key, der eine Schlüssel des Erfolgs, einer von mehreren, aber ein ganz wichtiger ist Zielgruppen. Kompetenz. Okay. Du musst Zielgruppenkompetenz besitzen, aufbauen, und es ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der mehr oder weniger niemals endet. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob du ganz genau weißt, wer deine Zielgruppe ist, das ist der eine Punkt, und wie gut du deine Zielgruppe kennst, das ist der zweite Punkt. Und dann, ja, wo du deine Zielgruppe findest, das ist der dritte Punkt. Ja. Und wenn du diese drei Punkte erstmal verstanden hast, dann ist letztendlich alles, was danach folgt, nicht mehr ganz so tragisch. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich bin jetzt raus. Bis dahin, Daumen hoch, over and out.